Unsere erste Wahrnehmung heute Morgen gilt unserem Atem. Wir machen uns bewusst, dass unser Atem uns durch dieses Leben führt und begleitet. Dass er uns mit allem verbindet, was ist. Und wir nehmen ganz behutsam Kontakt mit ihm auf, in tiefer Dankbarkeit. Und fühlen, wie der Atem unseren Körper durchströmt. Wir fühlen, wie unser Atem das Licht aufnimmt aus dem Universum. Und jede Zelle mit diesem Licht versorgt. Wie dieses Licht den Körper reinigt und ihn nährt. Und wir fühlen, dass wir mit jedem Atemzug, den wir nehmen, mehr und mehr Licht in unseren Körper bringen und unser Körper beginnt zu leuchten. Der Atem ist erfüllt von den Qualitäten der Dankbarkeit, der Leichtigkeit, der Freude, der Stille und des Friedens. Und all diese Qualitäten fließen in jede Zelle des Körpers. Güte, die Klarheit, und je lichtvoller unser Körper wird, desto mehr fühlen wir eine innere Stille, einen inneren Frieden und ein Gefühl von Liebe und Verbundenheit. Und wir sehen uns selbst erfüllt von diesem Licht auf einer weiten Ebene. Eigentlich ist es wie ein riesengroßes weißes Blatt Papier, auf dem wir sitzen. Leerer Raum. Wir fühlen unseren Körper von Licht durchflutet, bis in jede einzelne Fingerspitze. Wir fühlen diesen weiten, leeren Raum.
Und so wie wir von Licht durchflutet sind, ist auch alles um uns von Licht durchflutet. Es gibt nichts, das manifestiert ist in diesem Raum. Es ist vollkommen leer. Und wir fühlen, dass wir ein Teil dieses Raumes sind und der Raum ein Teil von uns. Wir fühlen in diesem Licht, dass wir sind, dass wir zugleich Teil des Lichtes sind und die Umgebung Teil von uns. Dieser Moment, wo Schöpfung noch nicht wahrgefunden hat. Und wir sind uns bewusst, dass wir Schöpfer sind. Wir fühlen, wie wir vollkommen aufgehen in diesem weiten, leeren Raum. Und obwohl wir uns bewusst sind, dass wir Schöpfer sind, gibt es keinen schöpferischen Gedanken in uns. Nur Licht, unendliche Weite. Und ihr seid euch vollkommen bewusst, dass ihr selbst die Qualität des Schöpfens in euch trägt, dass ihr selbst auch Schöpfer, Geist seid. Und wir fühlen diese tiefe Verantwortung für diese Qualität, die wir in uns tragen.
Und dann lasst in euch die Frage entstehen, wenn ich jetzt etwas schöpfen kann aus meinem Geist, was immer ich möchte, was wäre es denn, was ich als erstes in diese Weite und Stille des unendlichen Raumes hineinstellen würde? Und seid euch bewusst, dass ihr jetzt ganz neu euer Leben schöpfen könnt. Über eure Fingerspitzen, die reines Licht sind, könnt ihr etwas in die Welt hineinstellen. Und ihr beginnt jetzt behutsam eure Welt zu formen. Was wäre es, was ich als erstes schöpfen würde? Und seid euch der Verantwortung bewusst, dass ihr die Welt kreiert, dass euer Geist die Welt jetzt gestaltet. Und seid euch auch bewusst, dass was ihr jetzt kreiert und in die Welt, in diese weite, unendliche Leere hineinstellen, dass ihr dann mit diesen Manifestationen leben werdet. Beginnt so ganz behutsam zu spüren in eurem Herzen, was ist es, was ich in die Welt hineinstellen möchte. Lasse ich jetzt Raum und Zeit dafür. Shankara Karunakara Jagadisha Parameshwara Shankara Karunakara Jagadishwara Parameshwara. Sei dir bewusst, dass du alles materialisieren kannst, was du möchtest, aber sei dir auch bewusst, dass du dafür Verantwortung trägst, was du in deine Welt hineinstellst.
dann betrachte deine Schöpfung. Und fühle in dein Herz. Fühle die Liebe in deinem Herzen und die Verbundenheit. Allem, was du geschöpft hast. Fühle die Dankbarkeit in deinem Herzen. Und lass dich an einen Ort sinken. Inmitten deiner Schöpfung und schließe die Augen und lasse innere Worte der Dankbarkeit fließen wie ein Gebet. Wie dieses morgendliche Begrüßen von allem, was du geschöpft hast. Und finde deine Worte der Dankbarkeit. Dann hebe sanft deine Hände und mach dir bewusst, dass deine Hände voll Licht sind und stell dir vor, wie du mit deinen Händen alles, was du berührst, heute an diesem Tag segnest. Dass jede Berührung, die du heute einem Gegenstand oder einem Menschen gibst, voller Liebe ist und voller Licht. Dass du alles, was du heute berührst, mit Dankbarkeit berührst. Und alles, was du gibst, mit Dankbarkeit gibst. Und alles, was du bekommst, mit Dankbarkeit annimmst. Fühle, wie jede einzelne Fingerspitze in diesem Licht und in dieser Wahrnehmung der Dankbarkeit sich bewegt. Und beginne mit dieser Qualität, die Hände sanft
mit den Händen sanft deinen Körper zu berühren, mit dieser Dankbarkeit, mit diesem Segen. Und leg sanft eine Hand auf dein Herz und eine am Solarplexus. Und fühle diese Dankbarkeit in jeder deiner Finger. Fühle, wie dieses Licht deine Hände durchflutet. Und dann stell dir vor, wie diese Hände eine Nahrung berühren heute. Wie diese Hände sich bewegen, wenn sie voller Dankbarkeit sind. Und nimm diese Wahrnehmung mit in diesen Tag. Dass du alles, was du heute berühren wirst, aus dieser Tiefe der Wahrnehmung berühren wirst, dass du die Welt heute neu kreiert hast. Dass diese Energie alles durchflutet, was du heute berühren wirst und in dein Leben holen wirst. Versprich dir, dass du alles heute mit dieser Wahrnehmung berühren wirst, was immer du heute berührst, in deiner Wohnung, außerhalb. Dass du dir heute immer bewusst sein wirst, dass du derjenige bist, der kreiert und schöpft. Und dann legen wir noch einmal die Hände auf unser Herz und mit dieser Wahrnehmung lassen wir diesen Urklang der Welt, dieses Om in uns fließen. Ihr könnt hier noch bleiben und dieses Om in euch viele Male wiederholen. Es kann dann dieser Klang sein, an den ihr euch erinnert während des Tages, um alles mit dieser Qualität des Lichtes, des Segens und der Dankbarkeit zu berühren, was euch begegnet. Fühlt, wie dieses Om jede Zelle durchflutet und wie dieses Om euch immer wieder hinführt zu dieser weiten Leere, die wir am Beginn gespürt haben, diesen Beginn des Schöpfens.
Und ihr könnt gerne noch bleiben in dieser stillen Wahrnehmung des Ohms.